Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Wukoya und ich darf euch recht herzlich hier auf unserem neuen YouTube-Kanal Fußballgeschichten Österreich willkommen heißen. Wie einige von euch schon dem Kanalnamen entnommen haben, werden wir hier in den nächsten Wochen, aber auch Monaten die besten, aber auch die lustigsten Geschichten, die der österreichische Fußball geschrieben hat, thematisieren. Aus wem besteht unser Team? Unser Team besteht aus zwei Personen. Die erste Person ist meine Wenigkeit. Ich heiße Philipp Wukoya, bin 26 Jahre alt, komme aus Wien und wohne auch derzeit in der Hauptstadt. Der zweite Teil des Teams heißt Erik Leitner, er ist 27 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Kärnten, wohnt aber zeitweilig in Barcelona. Als Sportjournalismusstudenten und auch als Fußballenthusiasten seit der ersten Lebensstunde haben wir es uns zum Ziel gemacht, die spektakulärsten, aber auch die humorvollsten Anekdoten, Geschichten, Tore, Spiele, Ereignisse, die es in der österreichischen Fußballgeschichte gegeben hat, zu thematisieren und sie so hochleben zu lassen. Deshalb werden der Erik und ich in der nächsten Zeit euch abwechselnd jeweils ein Thema vorstellen. Den Anfang mache ich heute, dann ist der Erik dran, dann wieder ich, dann der Erik, dann wieder ich und so geht es dann in dieser Manier weiter. So. Das war es jetzt mit der Einleitung, denn wir möchten euch nicht auf die Folter spannen und wir starten gleich mit unserer allerersten Folge und die trägt den Namen Österreichs historische Euro 2020. Viele heimische Medien titulierten die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft im Zuge der Euro 2020 mit dem Adjektiv historisch. Zu Recht, wenn man sich auch ansieht, welche tollen Leistungen das Team während dieses Großereignisses erbracht hat. Die zwei ersten Siege bei einer Europameisterschaftsendrunde für ein ÖFB-Team und das erstmalige Weiterkommen in die K.O.-Phase dieses Turniers. Blickt man allerdings noch Wochen in die Vergangenheit vor diesem Turnier, so hätte kaum ein österreichischer Fan, Experte oder Journalist sagen können, dass das Turnier so positiv für die Nationalmannschaft verlaufen wird. Damals bestimmten Foda-Raus-Bekundungen die heimische Debatte, ausgelöst von eher mittelmäßigen Leistungen des Nationalteams. Aus den letzten drei Spielen vor der Euro 2020 gab es für die rot-weiß-roten Adler zwei Niederlagen und lediglich ein Remis. Und das bei einem Gesamtscore von 0:6. Es gibt bessere Vorbereitungen, muss man ehrlicherweise sagen. Dennoch durfte Franco Foda das Team bei der Euro 2020 betreuen, aufgrund des Rückhalts von ÖFB-Präsident Leo Windner, der ihm versicherte, aufgrund der erfolgreichen Qualifikation, dass er bei diesem Turnier als Trainer dabei sein wird. Am 13. Juni war es dann endlich soweit. Die Österreicher durften zum ersten Mal ran bei der Euro 2020 und das gegen den Underdog aus Nordmazedonien. Franco Foda schickte seine Männer mit einer 5-3-2-Formation ins Spiel und es begann gleich gut. Stefan Leiner traf in der 18. Minute nach einer sehenswerten Flanke von Marcel Sabitzer zum 1:0. Danach wurde das Spiel allerdings sehr, sehr schwer für die Österreicher, denn einerseits traf Goran Pandev zum 1:1 in der 28. Minute und andererseits machten die tiefstehenden Reihen der Nordmazedonier das offensive Leben der Österreicher sehr, sehr schwer. Franco Foda reagierte dann circa nach einer Stunde und brachte mit Michael Gregoritsch und Marko Arnautović zwei nominelle Stürmer ins Spiel. Mit diesen zwei Wechseln brachte er auch den Sieg, denn beide trafen jemals einfach und somit gewann Österreich die Partie mit 3:1 und der erste historische Sieg war in der Tasche. Am 21. Juni ging es dann für die Österreicher ins zweite Gruppenspiel, das gegen die favorisierten Niederländer in der Amsterdamer Johan Cruyff Arena. Ohne den gesperrten Marko Arnautović und mit einer 5-3-2-Formation ging das ÖFB-Team in das Spiel gegen die favorisierte Elftal. Damit ich das Spiel für euch kurz und schmerzlos zusammenfasse, die Österreicher verlierten diese Partie klar und deutlich mit 0:2. Somit stand eins fest, sie mussten gegen die Ukrainer einfach oder dreifach punkten, damit die K.O.-Phase noch realisierbar ist.
Am 21. Juni war es endlich soweit, das dritte und entscheidende Gruppenspiel für die Österreicher stand am Plan und das gegen die Ukraine. Franco Foda schickte seine Männer mit einem 4-2-3-1 ins Spiel, wo David Alaba nicht mehr als Libero fungierte, sondern als linker Verteidiger und Marko Arnautović wurde vorne als Solospitze aufgestellt. Diese taktische Veränderung von einem 5-3-2 auf ein 4-2-3-1 entpuppte sich als Goldgriff des 55-jährigen Teamchefs, denn so garantierte er für die defensive Stabilität, aber es brachte die Spieler auch eine lange vermisste Spielfreude zu zeigen, die nur so vor Witz und Kreativität sprühte. Am Ende des Tages schossen die Österreicher nur ein Tor durch Dominik Baumgartner, sehenswert per Sole, aber dennoch war es genug, um das Spiel zu gewinnen und den zweiten Sieg der Österreicher bei einer EM-Endrunde zu fixieren und somit auch das historische Weiterkommen in die K.O.-Phase. In diesem Spiel haben nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans gesehen, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt und dass man sich als ÖFB-Team vor keinen zu verstecken oder zu fürchten hat. Am 26. Juni durfte das ÖFB-Team zum ersten Mal ein K.O.-Phasenspiel bei einer Europameisterschaft bestreiten. Der Gegner war in diesem Spiel niemand geringerer als der Turnierfavorit Italien schlechthin. Franco Foda schickte seine Männer deshalb mit einem 4-2-3 ins Spiel, somit mit der gleichen Formation und auch mit dem gleichen Personal aus dem Spiel gegen die Ukraine. Vom Papier her war für viele Journalisten und Experten klar, dass die Squadra Azzurra sich gegen die Österreicher durchsetzen wird. Allerdings war es die österreichische Nationalmannschaft, die den ersten Nadelstich gesetzt hat. Nach einer Flanke von Stefan Leiner und der Kopfballweitergabe von David Alaba drückte Marko Arnautović per Kopf das Spielgerät in der 67. Minute über die Torlinie drüber und sorgte so, dass viele österreichische Fanherzen höher sprangen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber ich rannte schreiend und voller Ekstase durch die Wohnung meiner Schwester. Allerdings gab es bei diesem Turnier einen Videoschiedsrichter, der jedes Tor auf Gültigkeit überprüfte. Dieser kam nach Sichtung der Bilder zum Entschluss, dass Marko Arnautović halber Fuß im Abseits war und er somit das Tor aberkennen musste. Deswegen kann man sagen, dass wirklich Zentimeter fehlten bis zu einer erneuten österreichischen Sensation. Dennoch ließen sich die Österreicher nicht von diesem Fakt unterkriegen und kämpften sich in die Verlängerung hinein. In der Verlängerung angekommen, sorgte Italiens Teamchef Roberto Mancini mit zwei Einwechslungen für den Sieg. Er brachte Federico Chiesa von Juventus Turin und Matteo Pessina von Atalanta Bergamo. Beide haben zusammen einen Marktwert von 90 Millionen Euro und sie unterstreichten auch diesen während des Achtelfinals gegen die Österreicher zum Unglück aller Fans und des Nationalteams. Denn Chiesa traf in der 95. Minute und Pessina in der 105. Minute zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Squadra Azzurra. Auch nach den zwei Gegentreffern sehr spät in der Verlängerung ließen sich die Österreicher nicht hängen und sie kämpften sich zurück ins Spiel und versuchten auf 3:3 stellen. In der 114. Minute traf Sascha Kalajdzic sehenswert im Fallen per Kopf zum 2:3. Allerdings war es auch das letzte Tor des Tages. Somit war fix. Die österreichische Reise bei der Euro 2020 endete im Wembley im Achtelfinale. Auch wenn die Enttäuschung groß war, waren viele Millionen Fans in Österreich zufrieden mit der Leistung und stolz auf ihr Team, denn sie zeigten ihnen wahrlich, was sie imstande sind zu zeigen, wenn das Team in der richtigen Formation und mit dem richtigen Personal aufläuft. Somit braucht man nicht zu lange an diese Niederlage zu denken, sondern man sollte den Blick in die Zukunft zur WM-Qualifikation richten, denn dort stehen in diesem kommenden halben Jahr viele wichtige Spiele an, denn
wenn man es schafft, als österreichische Nationalteam auf den zweiten Platz zu kommen, dann hätte man sich für die Playoffs qualifiziert. Und dort wäre das ÖFB-Team nur noch mehr zwei gute Leistungen entfernt, sich zum ersten Mal für eine WM nach der 1998 in Frankreich zu qualifizieren. Sagen wir es mal ehrlich, 24 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, um als Fan auf so etwas zu warten. Deswegen hoffen wir, dass das Team weiter in dieser Formation spielen wird und somit sich so einspielen wird und die Automatismen da sind, dass in Zukunft als Fan jedes Mal eine Leistung wie gegen Italien oder Ukraine zu erwarten ist. Zuletzt möchte ich noch kurz Franco Foda erwähnen. Er hat besonders mit den letzten zwei Spielen gezeigt, dass er in der Lage ist, das Beste aus dem Team herauszuholen und tolle Ergebnisse einzufahren. Somit hat er es auf eindrückliche Weise geschafft, die Kritiker zu verstummen und hoffentlich wird ihm der mediale Rückenwind in der Zukunft noch den ein oder anderen Konzentrationspunkt geben, damit er es schaffen kann, das Team dermaßen zu entwickeln, dass es sich für die WM qualifizieren kann. So, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir sind nun ans Ende unserer allerersten Folge angelangt. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Falls dieses euch auch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit einem Daumen hoch bewertet. Falls es euch sehr gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch auf die Benachrichtigungsglocke daneben klickt, damit ihr in Zukunft sofort Bescheid wisst, wenn wir ein neues Video hochladen. Weiters würde ich euch gerne die Kommentarfunktion empfehlen, denn dort können wir, also das Fußballgeschichten Österreich Team, mit euch als Zuseherinnen und Zuseher in Kontakt treten. Ihr könntet uns zudem auch sagen, was ihr gut oder weniger gut gefunden habt. Als letztes würde ich euch noch unsere Instagram-Seite Fußballgeschichten Österreich ans Herz legen, denn dort werden wir uns vorstellen, also das Fußballgeschichten Österreich Projekt an sich, dann jeweils ich mich, dann der Erik auch sich und hin und wieder gibt es zudem noch den einen oder anderen lustigen Beitrag. So, das war es jetzt endgültig mit der allerersten Folge. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid, denn dort wird der Erik euch die nächste Geschichte vorstellen. Bis dahin wünsche ich euch nichts als Gesundheit und dass ihr auch am Ball bleibt. Ciao. We'll be right back.